Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pixelmon Let's Play. Jo, das war gestern im Livestream das größte Groudon, das ich je gesehen habe, das größte Pokémon überhaupt. Es war größer als damals in der ersten Staffel von Pokémon. Diese Rieseninsel da, diese Riesen-Pokémon. Und ja, wir sind hier dann später im Nether. Oh Gott. Zu einer Bastion gekommen. Wir haben noch keine Netherfestung. Wir könnten da in diesem Part noch zu einer Netherfestung kommen. Ich habe schon eine entdeckt, aber wir sind in den falschen Weg gegangen. In die falsche Richtung. Und jetzt können wir ja in die richtige Richtung noch gehen. Genau. So, haben wir hier irgendwo noch eine Kiste? Ah ja, wir brauchen ja die Netherwarzen. Und dieser blöde Physics-Mod, meine Güte, ist der schlecht gemacht. Ich muss ständig da alles ganz herunterschrauben. So, gut, wunderbar. Ja, ich habe mich eben kurz direkt mal eingeloggt, die Welt betreten, bevor es geladen ist, oder ja, nur zur Hälfte geladen ist und direkt die Folge aufgenommen. Genau, damit wir keine Zeit verlieren. Das ist ein bisschen doof hier. Habe ich überhaupt noch Blöcke? Quarzstein habe ich noch. Okay, ich sehe nämlich überhaupt keine Kisten mehr. Die sind irgendwo versteckt. Aber ja, Schneckmark haben wir gefangen. Das ist ein Quirtle. Das war eines meiner Lieblings-Pokémon der dritten Gen. Das ist aber einfach sehr langsam. Okay, ich hab's. Was? Nein, ich habe ja die Levelbegrenzung ausgemacht. Es ist ein bisschen zu hoch. Ja gut, wir fliehen. Was? Wir sind trotzdem noch zu... Cheat. Das war ein Fehler. Ich habe ja die Levelanzeige gar nicht sehen können. Also ich bin nicht entkommen. Geht's? Wie lange soll ich jetzt hier noch im Kampf verweilen? Ich besiege es einfach. Ja, ich bin entkommen. Oh, danke schön, Bautz. Du bist mein Lebensretter. Es wäre nicht gut, wenn ich ohnmächtig werden würde. Okay, nicht mehr alles angreifen ohne Sicht auf das Level und so. Ja, haben wir hier oben etwas? Nö. Es ist leider sehr dunkel, also ich sehe nicht, ob ich jetzt irgendwo herunterfallen würde. Im nächsten Loch habe ich einen anderen... Ding ja einmal gemacht und bin ja gestorben durch viel Fallschaden. Naja, jetzt dieses Mal mache ich es nicht mehr. Ich bin ja einer, der ein bisschen schaut, dass ich nicht sterbe, oder? Ich bin ja nicht so ein blöder Dulli Let's Player, ne? Überhaupt nicht. Gut, Sarkasmus off. Gut, Eigensarkasmus off. Was ist denn das für ein... Was ist das für eine Wand hier oben, eine Decke? Was ist das für eine Decke? Wieder Schneckmark. Ständig immer die gleichen Pokémon. Welches Level bist du? 32. Ich wollte noch ein paar besiegen. Ja gut, ich habe kein Wasser-Pokémon oder so. Ich denke mal, das Tauros rüste ich mal aus, damit das eingesetzt wird. So. Also ist hier oben noch etwas. Diese Schwerter. Ich möchte unbedingt diese Schwerter fangen. Na, die sind hochlevelig. Ja gut, 33 ist noch nicht so hoch. Du bist die Weiterentwickler? Könnte es sein? Nein. Also ich habe gedacht, das ist ein Schildschwert-Schild-Pokémon noch dazwischen. Ich weiß es nicht. Aber wir haben eine gute Idee. Einfach mal Schwert als Tiere, als Pokémon, oder? So, endlich habe ich den gewichtigen Raum. Okay. Also... Merke einfach eins, im Livestream bin ich da mit diesen Schuhen ein bisschen, ja, zweimal gestorben. Weil die Schuhe rennen weiter, sozusagen. Das ist das Problem. Wenn du stoppst, du rennst noch 2-3 Meter weiter. Und deshalb, haben wir überhaupt, nein, wir haben keine Pokémon-Items mehr. Nein, der. So. Ja, es ist nicht leicht. Ich glaube, ich tue jetzt einfach mal die Hyperwelle hier draußen lassen und tue noch ein paar Sachen mitnehmen. Ein Muskelband, ja, Goldsuchte, Stein.
nicht so wichtig. Diese Pfeile noch. Noch mehr Eisen. Und hier haben wir auch nochmal Kampfjuwele. Fokusband nehme ich jetzt nicht mehr. Ketten möchte ich eigentlich mitnehmen. Aber also Fäden habe ich genug gesammelt. Antike Schrott. Ich habe das nicht mal gesehen. So. Ja, ich denke, wir müssen so langsam einfach wieder zurückkehren an den Spawn dieser Welt. Verborgen in den Tiefen. Okay, ist das Achievement. Habe ich nicht mehr so gut im Kopf gehabt. Hier unten waren wir. Jo, dann gehen wir mal wieder zurück. Und ja, Bastion habe ich ja gemacht. Ja, 1M. Spawn, Portal. Einfach ein bisschen einfacher, oder? Ah, oh, meine Schwester ruft mich an bald. Ist nicht so gut. Ich mach mal auf laut los. So. Soll mich dann später. Ich muss sie nicht begleiten. Ich will sie nicht begleiten. Sie will heimgehen und kommt bei mir vorbei und will mich eigentlich mitnehmen in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren. Weil ich heute schön cool gehe. Nicht Raclette. Fondue essen, genau. So, also wir haben recht viele Items gefunden, die wir neu besitzen können. Also einfach neue Sachen aus dem Nether geholt. Ich tue mal das einfach lassen. Kampfjuwel kann ich rausnehmen. Und wo ist der Rucksack? Da nimmt dran. So, genau. Wir wollen die Sachen machen, die wichtigen. Ja. Feuerzeug lasse ich mal hier drin. So. Falls wir im Neffer oder so Probleme bekommen. Gut. Jo. Ah, die Pokébälle, genau. Hä, wo sind die Pokébälle? Da drin. Ja. Okay. Wunderbar. Also wir setzen jetzt mal die Superbälle auch ein. Die Schuhe. Die Schuhe möchte ich manchmal tragen, aber das Fahrrad nicht. Toll, weißt du. Hat man so ein Problem. Also wir haben einen Rucksack gemacht im Stream. Den habe ich ja schon gezeigt im anderen Projekt, im Vorgängerprojekt, wo ja die Biome so schlecht generiert wurden, so einseitig. Und genau, ich möchte noch kurz den PC machen. Kommt. Den Composer, okay. Also ein Naturkompass wäre nicht schlecht. Okay, da brauchen wir einfach einen Bambus. Haben wir sicher irgendwo. Also nein, ich wie PC. Ja. Und dann der rote, weil der wird angezeigt hier. Also wir brauchen Aluminium, wir brauchen Glowstone. Wir brauchen Redstone. Wo ist Aluminium? Steiniger Stein. Ich finde den so cool. Er ist einfach steinig. Er ist nicht kieselig oder so. Nein, er ist steinig. Der Stein ist steinig. Ist das nicht braun? Ist das nicht ist das nicht Bauxit? Das ist Aluminium? Seit wann ist Bauxit? Doch, das ist immer schon Bauxit. Also ein Teil davon. Ja, ich habe keinen Suchfilter. Ich brauche irgendwie noch einen Mod da, Bauxit. Nehmen wir mal ganz. So, da haben wir noch zu wenig Kohle. Dann brauchen wir vielleicht Aluminiumbarren schon irgendwo? Nö. Okay. Als nächstes schauen wir mal kurz auf die Map, ob es irgendwas Besonderes gibt. Ich denke nicht. Da haben wir ein Taubsi, aber das ist normal. Ich dachte schon, es wäre ein bisschen zu gelblich und orangelich. Da ist nämlich auch ein gleiches. Was ist das eigentlich hier? Irgendwie, das ist diese Page-Spinne, oder? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja, okay. Es ist nicht eine Spinne, es ist ein Klotz. Es ist das, was ihr einfach kaputt macht bei meinem. Ja, der ist auch geil. Haben wir schon, glaube ich, oder? Also ein PC, damit ich die Pokémon rausholen kann. Genau. Kurz stellen.
Gut. Also, ich musste mich kurz noch darum kümmern, dass meine Schwester nicht anruft. Ja, Glowstone, genau. Haben wir doch irgendwo gesendet. Da. So, also, wie geht eine Redstone-Lampe? Ja, so, danke schön. Ja, ich muss Glowstone-Block machen. So. Wusste ich doch, ich bin so ein Minecraft-Experte. Oh, ich bin ein Pokémon-Experte und weiß nicht mal 10 Pokémon. Nein, mehr. Gut, was ist das hier? Ich bin ein Pokémon-Experte, ich weiß, was das ist. Das ist eine Missbildung. Was bist du? Tatsugiri. Wieso gibt es immer mehr japanische. Boah, wie der schaut. Hallo, ich bin der Dödel. Ich bin ein Dummchen. Ich mag's, wenn ich auch ein bisschen pervers aussehe. Aber sag es Drago nicht, er macht immer Witze. Über perverse Witze. Ja, es ist wirklich so. Viele Leute machen einfach immer wieder perverse Witze. Das mag ich nicht. So, dann hoffentlich ist jetzt gut. Ach komm schon, Mann. PC. Jetzt du. Fehler eines Glasscheibe. Meine Güte, wie viel brauche ich noch? Ey. Ich bin nicht so derjenige, der die ganze Zeit das. Ich habe zu wenig Glas. Ja, und was machen wir jetzt? Ich habe keinen Sand mehr. Jo, wir holen Sand. Also, wo? Roter Turm. Sehr gut. Weil da haben wir noch. Wir sind oben. Dieses andere Teil. Wo ist es, Ebon? Das ist irgendwie das Größere, ja. Das Größere, das Längere. Okay. Also, ich weiß genau, was ich mache. Kein Problem, wir gehen da drüber. Ihr wisst es ganz genau, dass der Drache immer weiß, was er macht. Und trotzdem immer wieder Schwierigkeiten hat, irgendwas zu machen. Was ein bisschen komplizierter ist. Ich bin halt momentan echt halt ein bisschen zu nervenkrank. Tut mir leid. Aber sollte euch ja nicht stören. Ihr seid ja sowieso nicht so mega direkt, oder? Und deshalb. Ich weiß es, liebe Leute. Ihr müsst nicht immer direkt sein. Lieber ein bisschen kompensieren alles. Was ist das? Das ist auffällig. Haben wir ein Boot? Wir haben ein Boot. Jeder hat ein Boot. Ich will jetzt kurz noch schauen, was das für eine Festung ist. Und ja, eigentlich sollte ich schon vorwärts machen, aber ich mache nicht gerne vorwärts. Weil es macht einfach mehr Spaß. Du bist doch nicht richtig farbig, Pikachu. Bist du so richtig farbig? Egal, ich fange dich. Flottball! Pikachu, du bist mein. Welches Pikachu ist dein Lieblings-Pokémon? Das Pikachu, Nummer 25 im Pokédex. Ja. Welches ist dein Lieblings-Pokémon? Ja. Oh, noch ein Stop. Welches ist dein schönstes Pokémon? Ja. Welches ist dein hässlichstes Pokémon? Ja. Welches ist dein Feind-Pokémon? Das ja. Okay, es ist irgendwie ein bisschen komisch, dass hier nichts ist. Es ist doch irgendwas hier. Nicht nach unten graben, Drago. Das könnte gefährlich sein. Da drinnen ist nichts. Es ist immer hier ein Loot, Master Loot. Hä? Hä? Böse Insel. Böse. Drago ist enttäuscht von dir. Du dreckige Insel, hast kein Loot. Immer das Gleiche. Heilball. Ja, Gegengift ist eigentlich wichtiger als X-Angriffe. Was hast du hier in der Anzeige? Opening Pokéstop, okay. Dankeschön, Spiel. Sehr nett.
Da ist doch irgendwas drin. Der Mod nervt so. Wieso gibt es keine Holzfäller-Mods mehr, die gut sind? Eieiei. Ja, dann nehme ich mal mit. Nein, das habe ich schon genug. Bruchstein. Pokéball nehme ich nicht mit. Ja doch, werde ich so viele finden. So. Safari-Ball. Ja, wieder ein bisschen überfordert von dem vielen Loot. Denken, Drago. Du bist zu kompliziert. Du musst viel schneller denken. Es ist so, die Menschen erkennen nicht mehr, was Intelligenz ist und was nicht Intelligenz ist. Auf jeden Fall haben intelligente Menschen einfach mehr Schwierigkeiten beim Denken, weil sie zu viel denken. Und das verstehen viele Leute nicht. Nur gesagt, schaut auf euch und sagt nicht allen, dass sie seien dumm. Manche Dumme sind die gescheitesten Menschen, aber das verstehen die Leute, die das denken, halt nicht. Und es ist einfach wichtig. Vor allem viele Leute, die Fehler machen, sind intelligenter, als ihr denkt. Es ist einfach nur so gesagt. Ja, Psychologie ist halt schwierig. Also wenn ihr irgendwie psychologisch denken müsst, ihr macht eigentlich immer ständig Fehler, weil Psychologie so schwierig ist. Deshalb gibt es ja auch so viele Psychiater, die immer ständig Fehler machen. Oder irgendwelche Anwälte oder so. Oder Steuerberater. Ich muss wieder schreiben. Gut, es ist langsam ein bisschen nervig mit meiner Schwester, aber ich meine, ich könnte sie auch ignorieren, ich bin aber zu intelligent dafür. Nein, Scherz. Ich fühle mich ja selber nicht gut intelligent. Es sind nur die anderen, die mich immer sagen, du bist einfach zu intelligent. Du sagst mir immer ständig, was ich eigentlich nicht wissen will. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. Das ist ein cooles Tor. Der Mensch fühlt sich doch mit der Intelligenz manchmal ein bisschen überfordert, habe ich so das Gefühl. Deshalb bin ich ja auch ein bisschen anders geworden im Let's Play. Oder beziehungsweise in allen Sachen. Oh nein. Cool. Der Mensch denkt manchmal doch ein bisschen falsch darüber nach oder so. Er schaut nicht um den Spiegel, das ist das Problem, das viele Menschen einfach haben, besitzen. Sie schauen nicht drum herum, also sie wollen einfach nur gut für sich dastehen dann. Das ist wichtig. Meine Güte, ich habe wirklich keinen Platz mehr. Also die Pokémon-Sachen kann ich eigentlich auch reintun. Ja. Nein, das auch nicht. Bretter, nö. Ich tue die in die Hand, in den Rucksack. So. Also ich wär viel zufriedener mit dem Leben, wenn der Mensch keine Ansprüche hegen würde auf so Sachen. Rechtschreibung zum Beispiel. Manche Leute können gar nicht mehr verstehen, wieso manche Menschen falsch schreiben. Habt ihr noch nie, also haben die Menschen noch nie von Linguistik oder, also von, weiß gar nicht, wie die heißen, von den Falschschreibern gehört? Ist das Linguisten? Weil Linguistik ist ja die Sprache. Ach komm, so Sachen sind sowieso zu kompliziert, um sie zu verstehen. So, der Mensch kann ja einfach nur Spaß haben. Ansprüche in den Arsch. Und happy Leben haben. Fertig. Keine Ansprüche mehr. Aber der Mensch ist gestresst ständig. Ständig sehe ich Menschen, die so gestresst sind, dass sie fast heulen. Und dann geht es ihnen schlecht und werden sie psychisch krank. Und ja, akzeptabel. So für einen sensiblen Menschen wie ich. Also ich bin nicht persönlichkeitssensibel. Also ich bin eher ein harter Mensch. Aber ich fühle doch mit den Menschen mit. Ich will doch, dass es allen gut geht, nicht nur mir. Deshalb bin ich auch so selbstlos.
Aber meine Güte, man darf ja nicht mal mehr irgendwie etwas Spaß haben. Man muss ja immer wieder denken, ja, man darf keinen Spaß haben. So, was habe ich jetzt geholt? Sand. Deshalb müssen wir hier noch ein bisschen Sand reintun. Ich tue jetzt mal nicht alles rein, weil ich sonst gar keinen Sand mehr habe. Dann habe ich noch Fichtenholz. Hier ist falsch. Sieht fast gleich aus. Hier haben wir noch ein paar Hölzer. Das kann ich auch rüber tun. Ja, gut. Ja, die Kiste ist leider schon fast wieder voll. Die brauche ich nicht hier. Und die Bären eigentlich auch nicht. Die gehören hier rein. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Ordnung. Also, dann holen wir den PC. Holen wir den PC gleich. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Aber ich bin schon heute die ganze Zeit zittrig und unkonzentriert. Jo. Wir haben einen roten PC. Den machen wir eigentlich noch hier. Wir müssen dann einfach nochmal so ein PC machen, irgendwann mal. Ja, ich weiß nicht, wohin stellen. So. Also ich möchte gerne den Bus spielen. Du bist kein Käfer-Pokémon? Doch. Wieso bist du ein Käfer-Pokémon? Wieso? Der Heilball, der Heilball, der Epiteile. Gott, geht zu Flabebe, da möchte ich auch noch die Entwicklung haben. Und nein, ich ticke mit Takedimaru und Smeppo. Eigentlich ist ja gut, weil Smeppo halt ja auch diese Statusveränderung-Attacken hat. Also ich denke, ich nehme dieses Spore, Stachelspore. Aber jetzt gerade nicht. Okay, Tauros kann ich. Tauros ist wirklich cool gewesen, aber es ist für mich einfach zu passiv, zu normal vom Typ her. Und ich möchte den Dildo gerne leveln. Das ist ein Wasser-Pokémon. Also Dildo. Du. Ich glaube, Evoli ist jetzt gerade nicht so wichtig. Es ist cool, das Pokémon. Also ich sage, ah, das war Milch drin. Wer ist das Pokémon? Kuhmilch da. Dieses Dödel. Feuer-Pokémon brauche ich eigentlich auch noch im Team. Schneckmack ist aber zu langsam. Bibor möchte ich unbedingt auch trainieren. Oder dieses Puponcho. Aber wir müssen ein bisschen abwissen. Und eben dieses Pikachu ist ganz normalfarbig. Vielleicht gibt es ja mehrere Farben im Spiel. Nur eben. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe einen Porygon-Körper. Seit wann? Wie ist der Porygon-Körper entstanden jetzt? Hä? Habe ich das bekommen von einem Pokémon, das ich besiegt habe? Oder eher nicht besiegt habe? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt, was das Spiel mir gerade so zeigt. Was bist du? Dich habe ich auch noch nie gesehen. Hallo. Was bist du? Ein Strauß? Oder vielleicht so ein Kranich? Also das Hinterteil ist eher von einem Kranich. Ähnlichen Pokémon. Tier. Okay, dann haben wir noch eigentlich den Ding, den Heiler zu machen. Kramox ist halt auch cool. Das möchte ich ja auch mal fangen dann. Nur können wir die Pokébälle halt nicht so weit hochschleudern. Du bist wieder dieses nervige, laute Pokémon, hä? Sag mal etwas. Ja, es tut jetzt gerade nicht im Boden stecken. So. Oh, es kommt immer noch etwas runter. Wie lange das geht. Gut. Da haben wir noch einen Köter. Gehäuse. Gegengift kann ich ja mal drinnen lassen. Bräuchten wir eventuell mal. Und hier hätten wir auch noch Aluminiumbahn scheinbar gehabt. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Haben wir jetzt selber wieder gemacht. So, also ein paar Sachen muss ich jetzt weglegen. Das geht gar nicht. So. Ja. Gut, dann machen wir da bei den besonderen Items. Wo sind die? Ja.
Nützen rein, Fichtenholz. Jetzt sehe ich nicht hier. Hier unten. Jetzt können wir noch 5 Minuten etwas machen. Und zwar einfach irgendwo Pokémon suchen und fangen. Diese Spitzhacken noch irgendwo. Hat auch bitte besondere Items momentan noch. Okay, gut. Kommst du schon wieder, du? Schöner Vogel, du. Ja. Ich habe jetzt keinen Waypoint gemacht, aber wir können oben durchschwimmen. Da, fahren. Oder hier einfach Pokémon jagen. Genau. Also hier ist Norden, ja. Hier ist das Meer. Dass wir schneller vorwärts kommen und wieder neue Biome vielleicht entdecken. Wäre cool. Also ein Mesa würde ich gerne finden. Wird aber wahrscheinlich kein Mesa sein, es wird einfach andere Keramikblöcke dann dort sein. Oder vielleicht einfach nur das normale. Was sind denn das für Pilze? Ah, wie heißen sie? Turm? Es gibt so Pilze, die mega Steinhut haben, weiß ich. Aber ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Oh, das ist ein Team Rocket Versteck, also lieber nicht reingehen. Warte, ja, wir können ja auch die Dinge. Also ich habe einen Premier-Ball gefunden, wollen wir noch kurz zurück den Loot eigentlich dann, die Quest abzuschließen. Ja, gleich. Machen wir gleich noch vor dem Ende des Partes. So, und dann werde ich mal noch die Palmsetzlinge gerne haben. Da drüben ist, was sind denn das für Bäume? Akazienbäume? Ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber da in Tansania und Kenia gibt es diese Schirmding. Palmen. Wie die heißen. Ah, das sind sie wahrscheinlich. Diese, Serengeti Nationalpark. Ach, wie heißen die, die die Giraffen essen? Also die Blätter von denen. Was bist du? Ah, du bist. Du bist das Pokémon, das ich brauche zum Morgenessen. Ist wahrscheinlich nicht stark genug. Ja. Okay, es ist aber nicht effektiv. Sehr gut. Ja, du hast leider wenig Leben. Sterb ja nicht. Jetzt. Sterb ja nicht. Okay. So. Superball ist genau der Pokéball, den ich immer benutze, wenn ich wirklich ein Pokémon fangen möchte. Weil irgendwie Superbälle mega effektiv bei mir sind. Was ist nicht, wie Superbälle effektiver sind als andere mit höherer Fangquote und so. Keine Ahnung. Also wir haben nochmals ein Pokémon. Krabby möchte ich eigentlich auch haben, aber ist Level 20. So weit sind wir noch nicht. Und Weilmler. Ich will doch diesen Weilord haben. Also Weilmer, glaube ich, heißen sie. Sind halt wirklich cool. Die sind motivierend. Sind das die gleichen Palmen scheinbar schon? Palme-Setzlinge. Palme. Nicht Palmensetzling. Nein, Palme-Setzling. Ich finde die englische Übersetzung ins Deutsche manchmal so cool. So schön falsch. Was ist mit dir passiert, Baum? Hast du heute wieder schlechte Zeiten gehabt? Okay, der Bergkanäle ist wahrscheinlich ein bisschen verbuggt. So, was sind das jetzt für Bäume? Und habe ich nicht hier irgendwo noch etwas gefunden? Ist gar nicht mehr. Ich mag Margariten. Ja, nehmen wir mit. Und diese auch natürlich. Porzellansternchen. So. Oder? Ja. Was ist das denn? Ist das nicht Mahagoni? Aber Mahagoni gibt es im Real Life jetzt so nicht direkt irgendwo. Ja. Haben wir noch nicht. Jo. Also wir müssen drüber, es ist eigentlich schon fast 30 Minuten. Die blöde Begrenzung ständig von YouTube. Also es ist nicht eine Begrenzung, aber es braucht einfach sehr viel länger zum Hochladen. Schade. Und ich wollte eigentlich heute noch ein Ding machen, ein Transportfieberpart. Da habe ich heute echt keine Zeit mehr. Und muss halt vielleicht bald in eine Klinik gehen.
Ich hätte Holz gehabt. Und habe dann auch nicht so schnell wieder Zeit. Ich denke, ich mache es nicht einfach, dass es mir gut tut. Nicht, dass es hier euch schlecht tut oder so. Aber das Problem ist halt einfach, ich bin jetzt momentan echt nicht gesund. Das liegt an meiner Krankheit. Ich habe halt Handicaps. Ich akzeptiere die Handicaps auch, aber ihr habt ja ein bisschen Probleme damit, dass ihr halt mich nicht, boah, ein riesen Pipi, so oft genießen könnt, wie ihr vielleicht wollt. Naja, gut. Doch, die Verteilung wird auch ein bisschen weniger geschaut. Jetzt momentan bei mir. Ich kann es manchmal verstehen, vielleicht ist es manchmal auch zu viel oder ihr wollt gar nicht mal so viel mich schauen, ständig. Es ist halt auch ein bisschen eine Sucht, einem oder mehreren Let's Playern und Livestreamern wieder zuzuschauen. Aber okay, Gesundheit geht vor und für alle, die jo mehr wollen, schreibt es einfach, gell? Oder bessere Sachen wollen, einfach schreiben drauf in Savan. So. Gut, wo ist die Eisstadt? Wo haben wir die Eisstadt? Da. Ich möchte jetzt diesen Ding endlich, diese Quest abschließen. Die ist wahrscheinlich verbuggt. Oder nein, es ist nicht verbuggt. Die Reichweite stimmt nicht, weil die Reichweiten begrenzt sind. Und da habe ich bei der Questannahme noch nicht weiter hochgestuft. Das kann man in Config noch anpassen, aber der Pixelmon-Mod ist ohne Config-Verändern so schlecht designt, so minimal designt, dass ich einfach sagen muss, ich muss das zuerst hochsetzen, oder? Ich wusste es ja noch nicht davor, dass die Quests begrenzt waren. Ja, also ist die Quest eigentlich für nichts mehr zuständig. Ja, wir haben einen Kompass, also das nächste ist das der Naturkompass machen. Das nächste Ziel. Was bist du? Ein Pokéball-Teppich. Habe ich ihn? Ja. Oh, rote Beete haben. Also der Quest gäbe es scheinbar nicht mehr hier. Also die Quest habe ich ja abgeschlossen, oder? Welche Knopf war es? N. Ja, ist nicht abgeschlossen. Kann man denn irgendwie mit einer Taste noch abbrechen irgendwie. Oh, was ist viele Mods? Es ist nicht viele Mods im Modpack, aber die Mods haben viele Sachen. Quest UI öffnen N. Ja, habe ich ja. Oh, nein, Ö. Interstellar. Interplanetare Autobahn. Wir müssen noch tiefer. Verfolgen. Alles, was glitzert. Da. Geschichte. Ja, ich weiß es jetzt nicht, ob ich jetzt die Quests einfach alle abbrechen soll. Naja, ich mach's. Wir machen alle Quests weg, weil die haben einfach nicht genügend Reichweite, dass wir sie abschließen können. Weil wir kommen Quests per Zufall von NPCs über. Also die werden wieder Quests haben, denke ich mal. Aber wenn man das halt nicht machen kann, dann ja. Also wir gehen jetzt Medic machen noch kurz. Und der Pokéball können wir erst später craften mit dem neuen Amboss von Pixelmon. Also dann machen wir da noch das mit dem Heiler. Und dann hoffentlich wird es auch benutzt. Aber eben, ihr seht, der Pixelmon-Mob machen mit noch mega Probleme bei dem Sachen nicht ausgearbeitet wurden oder eingestellt wurden in Configs. Die haben immer Angst, ja, man würde vielleicht Minecraft oder Server überfordern. Und das müsst ihr zuerst machen, bevor ihr da irgendwie. Ja. Genau.
gut spielen könnt. So, genau, dieses Viduk. Kurz anschauen. Verhindert Verwirrung, das ist ziemlich cool. Cooler Augen immer ständig. Ist irgendwie eine Psycho-Fee-Attacke, die immer wieder auftritt. Ist es ein psychisches Pokémon? Wahrscheinlich nicht. Es ist ein bisschen negativ, aber gut. Nicht so schlimm. Werden wir sicher bald trainieren. Okay, danke schön. Azobiris möchte ich ein bisschen trainieren und einsetzen. Ich glaube, das hat fast keine Schwächen oder so. Das ist ein gutes Pokémon. Bis zu einem Maximum Schwierigkeitsgrad. Oder? Also, wenn die Gegner halt zu stark werden. Bis dann ist es eigentlich wirklich ein gutes Pokémon zum Spielen. Jo. So. Dann, danke schön fürs Zusehen. Oh, Kaku Pokémon. Pokaku. jo. Mir geht's dann im nächsten Part sicher wieder viel besser. Und ja, euch auch eine gute Besserung, wenn ihr krank seid oder so. Einen wunderschönen Tag, genießt es und bleibt locker und nicht so anstrengend. Tschüss. Oder angestrengt. Tschüss.